Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag, Freitag ist der Tag vor Samstag und ja, jetzt habe ich schon wieder diese Ansage gemacht. Oh, man soll sich mal was einfallen lassen, so auf die Schnelle. Plötzlich läuft die Kamera und früher war es immer so, ich hatte diesen Timer, der hat dann immer 5 Sekunden runtergezählt und dann hatte ich noch Zeit, mich vorzubereiten, mir eine tolle Sache einfallen zu lassen. Und jetzt geht's gleich los. Und ja, gut, das Licht sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß. Und meine Haare auch, die sind heute frisch gewaschen. Deswegen fliegen sie jetzt noch mehr so rum, wie sie wollen, als normalerweise. Aber gut, damit werden wir jetzt wohl leben müssen heute. Ja, denn heute habe ich für euch ein Thema, das mich zurzeit sehr beschäftigt, wo ich mich gerade sehr damit auseinandersetze. Und zwar einfach, weil ich wissen will, wieso die ganze Welt gerade dieses Thema hat oder gefühlt die ganze Welt. Also durch die ganze Geschichte mit der ISIS ist ja auch teilweise der Islam sehr in Verruf gekommen, wollen wir es mal so nennen. Und ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist und habe mich dann damit ein bisschen auseinandergesetzt, habe dann auch viele Diskussionsrunden so angeschaut. Und ja, und ich möchte auf jeden Fall auch jemanden, der dem islamischen Glauben angehört, befragen, wie er das sieht. Weil, um es vorwegzunehmen, ich bin der Ansicht, nur weil einige Leute im Namen einer Religion etwas Furchtbares tun, ist es noch lange nicht so, dass die Religion an sich doof ist oder dass da was nicht stimmt oder dass die Religion furchtbar ist. Es gibt ja auch die Zeiten von den Kreuzzügen, ich glaube, so hießen die Dinger. Da haben sie im Namen von der Bibel viele Leute umgebracht. Und trotzdem würde ich mich als Pazifisten bezeichnen. Und ich bin ja auch katholisch und glaube an die Bibel und an das, was in der Bibel steht. Deswegen würde ich da einfach aufhören, immer mal dieses Kammscheren zu machen und immer zu sagen, die alle. Ja, aber was natürlich mir, was eigentlich nicht mein Thema sein sollte, war nämlich der Islam, sondern mein Thema ist die Angst, die furchtbare Angst. Angst ist mein Thema heute. Und ja, was ich sagen kann, ist, ich habe bei diesen Diskussionsrunden, bei diesen Besprechungen, bei allem, nur eine Sache ist mir dabei extrem oft aufgefallen, nämlich dass Minimum zwei Leute am Tisch nicht wirklich argumentativ oder faktisch argumentiert haben, sondern nur aus einer Angst, aus einer Panik, aus einem Gefühl der Unwissenheit. Weil nichts macht mehr Angst, als nicht zu wissen, was da eigentlich der Kern ist. Und nichts macht mehr Angst, als das Gefühl zu haben, man wird zu etwas gezwungen oder etwas genötigt oder in etwas hineingedrückt, was man nicht möchte. Aber der Witz ist ja, wie viele Leute haben Angst? Wie viele Leute kriegen Panik, dass da was passiert, was sie nicht wollen? Wie viele Leute stehen gerade hin und sagen, Deutschland wird islamisiert? Aber was viele Leute nicht tun, ist sowas zu tun wie mal wieder zur Kirche zu gehen, unseren Glauben mehr auszuleben, einfach sich ein Kreuz an der Kette anzuhängen oder irgend solche Sachen. Natürlich fällt es mehr auf, dass die ganzen Muslime mit den Kopftüchern, weil die eben mehr sind, also im Sinne von mehr, weil sie es eben offener tragen. Aber wir könnten auch das tun, nur wir tun es eben nicht. Und ich finde einfach, der größte Fehler, den wir machen können, ist aus Angst intolerant zu sein. Aus Angst, dass wir nicht mehr unser jetziger Status quo nicht mehr gegeben sein könnte. Weil, was heißt das? Natürlich heißt es viele Veränderungen, viele neue Leute, viele neue Gesichter. Aber in meinen Augen heißt es nicht umsonst in der deutschen Nationalhymne irgendwo Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir sind Einigkeit. Das heißt, wir alle sollten uns zusammenleben können. Und für mich heißt Deutschland in erster Linie nicht, dass irgendjemand mehr Rechte hat als jemand anders, sondern einfach, dass alle miteinander zusammenleben. Dass jeder von jedem lernt, dass jeder mit jedem reden kann, dass jeder mit jedem Zeit verbringt, dass wir viel voneinander auch erfahren, dass wir einfach ganz neue
Ansätze des Denkens auch uns mal eingestehen oder auch mal Ansätze, die wir noch nicht bedacht haben, von neuen Kulturen lernen. Und ganz ehrlich, ich für meinen Teil, ich fände es furchtbar, wenn in Deutschland nicht viele Leute mit vielen verschiedenen ethnischen Hintergründen wären, weil als ich 12 war, habe ich mich praktisch nur von Pizza ernährt. Wenn wir keine Italiener hätten, dann gäbe es keine Pizza und das wäre furchtbar gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich mit 12 verhungert. Mit 11 habe ich nur Chinesisch gegessen. Also, oder, und mit, okay, ich gebe es jetzt zu, mit 13 hatte ich mal eine Phase, da habe ich von der Dönerbude bei uns in der Nähe wirklich jeden dritten Tag einen Döner gegessen. Und es ist ja so furchtbar, wenn wir diese Vielfalt nicht hätten. Gut, Indisch habe ich noch nie probiert, das gebe ich jetzt auch offen zu. Das war jetzt irgendwie jetzt nicht so mein Ding wegen dem Gewürzen und ich mag es nicht so furchtbar würzig. Aber ich finde es einfach auch schön, sowas zu sagen wie, ja, nicht immer bloß die Antwort zu bekommen und wie siehst du diesen Aspekt der Bibel und dann einfach eine Bibeldiskussion zu führen, sondern einfach auch mal sowas zu sagen wie, und wie ist es bei euch so? Zum Beispiel, wie ist euer Sonntag oder an welchem Tag geht ihr beten oder sowas und einfach voneinander zu lernen. Und der größte Fehler von der Angst ist zu glauben, man darf keine Angst haben. Und Angst zu haben und einfach zu sagen, Angst zu haben sollte man nicht vergleichen oder nicht, ja, Angst darf nicht entscheiden, ob du irgendetwas gut oder schlecht findest. Weil dazu ist Angst immer der falsche Berater, das könnt ihr mir glauben. Angst zu haben ist immer okay. Angst zu haben, uns auszusprechen, ist gut, weil man sollte niemals da sitzen und denken, Angst zu haben ist was Furchtbares. Wenn ich jetzt Angst habe, dann geht die Welt unter oder Angst, oder wenn ich meine Ängste, die muss ich alle alleine durchstehen. Nein, es gibt tausende Leute oder Milliarden Menschen auf diesem Planeten und viele Leute haben vor vielen Dingen Angst und manche Leute haben vor denselben Dingen Angst, manche Leute haben vor anderen Dingen Angst. Aber das Wichtigste ist, man sollte seine Angst auch sagen dürfen. Aber man sollte nie, und das ist wirklich mein Ernst, niemals irgendetwas verdammen oder irgendetwas sagen, es ist schlecht, es ist furchtbar oder jemand ist schlecht, jemand ist furchtbar, nur weil man Angst hat. Weil das ist einfach ein Fehler. Weil wenn man irgendwann die Angst vergeht, und das kann ich auch garantieren, okay, ich garantiere es jetzt nicht, weil sonst kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, ich garantiere das Gegenteil. Das ist nämlich immer so in solchen Situationen. Aber ich aus meinem Erfahrungswert sage, jede Angst vergeht. Manche Ängste bleiben länger, manche Ängste gehen schneller, manche Ängste verschwinden auch gar nicht richtig. Aber jede Angst verändert sich. Und Veränderung heißt in diesem Punkt tatsächlich nicht was Schlechtes, sondern manchmal sind Veränderungen auch wirklich mal was Gutes. Und ja, was wir heute verdammen aus Angst, kann morgen für uns total entscheidend sein. Und deswegen mein Tipp für jeden, der jetzt vor irgendwas Angst hat, ja, hab Angst, wenn du möchtest. Hab aber nicht Angst vor Sachen, die nicht deine Ängste sind. Geh nicht hin und hab Angst bloß, weil dir die Nachrichten sagen, das und das passiert da und da. Hab nur Angst vor Dingen, die wirklich dich betreffen, wenn du so willst. Also, ich weiß, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du musst keine Angst haben davor, dass zum Beispiel, das fällt mir gerade auf die Schnelle ein, entschuldigt. Du musst keine Angst davor haben, dass es keine Hamster mehr zu kaufen gibt in Wien, wenn du zum Beispiel, hier in einem kleinen Dorf wohnst, hier in Deutschland. Da musst du keine Angst haben, dass es keine Hamster mehr gibt in Wien. Und dann musst du auch nicht, nur weil dir irgendjemand sagt, das ist was Furchtbares, dass es da keine Hamster mehr gibt, Angst zu bekommen. Sondern versuch einfach mal Angst zu haben vor Sachen, die bei dir vor der Tür sind. Sowas wie, ja, hab einfach Angst vor zum Beispiel, ja, davor, dass du jetzt einen riesen Pickel an deiner Stirn gerade kriegst. Oder hab Angst vor sowas wie, dass dein Hase dir aus der Hand flutscht, wenn du dir die Hände eincremst und dann hochnimmst. Hab vor solchen Dingen Angst. Hab vor Sachen Angst, die albern sind. Weil jede alberne Angst ist immer noch besser als Ängste, die nicht deine Ängste sind. Das ist mein Tipp zu diesem Thema.
Was nicht deine Ängste sind, sind Ängste, die meistens aufgeplustert wurden, Ängste, die übertrieben werden, Ängste, die nicht wirklich dir helfen, weiterzugehen oder die dich einfach lähmen. Weil das ist ja das Furchtbare bei der Angst. Angst kann dich daran hindern, weiterzukommen. Angst kann dich daran hindern, dich zu entwickeln. Angst kann dich daran hindern, einfach mal etwas von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das war heute mein Thema. Ich weiß, etwas schwere Kost, aber das wollte ich einfach mal zu diesem Thema loswerden. Und ja, ich hoffe, ich bin jetzt niemandem irgendwie auf die Füße getreten. Ich möchte nämlich wirklich keine Streitereien irgendwie auslösen und ich möchte auch nicht irgendwie was sagen, dass irgendwas schlecht ist, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass man sich überlegen sollte, wovor man Angst hat. Und man sollte auch seine Ängste manchmal einfach anschauen, direkt und sagen und sich dann nochmal fragen, muss ich davor wirklich jetzt, heute, hier und überhaupt Angst haben? Gut, das war alles, was ich da zu diesem Thema sagen wollte. Ich bin auf jeden Fall am nächsten Mittwoch wieder da. Ich würde mich auch für eure Meinung interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Facebook oder Twitter oder auch gerne eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Bis zum Mittwoch. Bis bald. Tschüss.